Nicht, sondern ihr wollt ja eigentlich gleich auf die Bühne und euer neues Produkt präsentieren. Genau. Ostkreuz. Super Produkt. Ja, unsere neue CD Ostkreuz, die wir in mühsamer Kleinarbeit über längere Zeitstrecken hinweg produziert haben und die jetzt fertig geworden ist. Und, das sind Stücke zum Thema Berlin. In der Stadt ist alles groß, in der Stadt ist sehr viel los. Auf dem Dorf ist alles lahm, auf dem Dorf sind alle arm. In der Stadt sind alle schnell, auf dem Dorf sind sie schelm. In der Stadt gibt's viel Verkehr, auf dem Dorf gar nichts mehr. Ja, du hast gerade das Wort Naxos fallen lassen. Ich glaube, da fahrt ihr öfter mal gemeinsam hin. Ja, da sind wir, seit wann seid ihr da hingefahren? Ich war nicht so oft da. Naja, also, ich war, glaube ich, vier oder fünf Mal. Nicht so oft, vier oder fünf Mal. Und leider gibt es aber diese Möglichkeit nicht mehr. Das ist in so einem alten Kloster auf dem Berg oben und das wird jetzt irgendwie umgebaut zu irgendeinem Hotel oder so. Und das entfällt deswegen leider, weil das war ein soziales Ereignis für die Band. Auf jeden Fall. Ja, hat euch das zusammengeschweißt? Auf jeden Fall, man sitzt ja morgens am Frühstückstisch zusammen, man kehrt abends ein. Meistens ist ein bisschen Alkohol im Spiel und dann lässt man sich Titel einfallen und am anderen Morgen geht es wieder an die Musik. Zwischendurch geht es an den Strand. Also es ist also wirklich, man verbringt sehr viel Zeit zusammen und wenn man eine Woche Zeit hat, an Stücken zu arbeiten, an einem Programm zu arbeiten, ist natürlich riesig. Wir gehen dann immer ein Abschlusskonzert auf dem Dorfplatz für die ganzen Griechen. Das ist wirklich großartig. Also da sind eigentlich drei Alben von uns entstanden auf dieser Insel. Mhm. Auch Ostkreuz. Ach. Ja, für mich ist Berlin vor allem auch die Stadt meiner Jugend, die Stadt meiner Studienzeit. Und, die Zeit der 90er Jahre hat mich sehr geprägt und ich finde, dass man das auch auf der Platte ganz gut hören kann, dass diese Atmosphäre, die in Berlin nach der Wende geherrscht hat, besonders hörbar ist. Dieses Durcheinander, das nicht wissen, wo es hingeht. Das nicht wissen, was aus der Stadt wohl wird. Und das reizt mich auch besonders an Berlin. Also für mich ist es auch die Vergangenheit, die mir besonders an Berlin gefällt. Ich glaube, auch bei dieser Platte ist es so, dass die Musik und die Stücke viel mit uns zu tun haben. Bei der Platte davor, bei Blaue Augen, war es so, dass wir wirklich da Stücke genommen haben, mit denen sind wir groß geworden. Also ich war schon. Als kleiner Bengel war ich großer Fan von Ideal. Und jetzt war es so, dass wir Stücke genommen haben, die was mit der Stadt zu tun haben. Wir haben eigentlich relativ wenig Stücke gecovert, weil Covern ist bei uns immer so eine Sache. Also wir spielen auf keinen Fall Stücke nach, sondern wenn wir ein Stück nehmen von Fischer Z oder von Element of Crime, dann machen wir da schon ziemlich unser eigenes Ding raus. Aber jetzt war es auch so, dass wir eigene Stücke geschrieben haben, die dann halt Ostkreuz oder auch Ringbahn oder andere Stücke. Und wir leben halt seit Ewigkeiten in dieser Stadt. Es gibt sogar einen echten Berliner. Nee, zwei. Ja, fast. Aber wir leben halt seit über 20 Jahren in dieser Stadt. Da war es irgendwie mal an der Zeit, dachten wir, dieser Stadt Gemut zu zollen. Und Stücke zu schreiben, die viel mit uns und mit dieser Stadt und mit dem, was uns umgibt, zu tun haben.
Draußen ist alles klar. Der letzte Sportfreund, da geht da. Die letzte U-Bahn geht später. Das ist für uns auch immer eine Herausforderung, wenn wir eine Coverversion machen, dass es wirklich unser eigenes Stück wird. Also eine bestimmte Atmosphäre dann einzufangen und auch unabhängig vom Original. Ich kenne zum Beispiel die Originalversion von dem Lied, die der Zugbahn geht später, kenne ich gar nicht. Und Michael hatte nur den Text und ein paar Akkorde. Und das ist dann für uns, wie gesagt, die Herausforderung, dass es dann wirklich unser eigenes Lied wird. Also wir sind ja eine ziemlich starke Liveband. Wir haben aber auch versucht im Studio, auch mit Hilfe beispielsweise von Volker Meitz oder Theo Schulte, zwei ziemlich namhaften Leuten, die auch viele andere Dinge produziert haben, dann auf der Platte doch an den Details zu arbeiten, dass wir da einen schön kompakten, geschlossenen Sound haben. Also uns ist eigentlich die Plattenproduktion dann da auch ein bisschen länger gedauert, doch ziemlich wichtig gewesen, also dass wir da einen speziellen Klang erreichen mit der Platte.